Hallo und einen schönen frühen Nachmittag wünsche ich hier bei PKO 88. Ja, ich habe mich spontan entschieden zu streamen, aber es wird heute nicht, oder jetzt am frühen Nachmittag nicht um Story gehen, sondern wir werden heute anfangen in Florenz mit Truhen, Federn. Vor allen Dingen Truhen und Federn und wenn auch mal eine Glyphe dazwischen kommt, auch eine Glyphe zu machen. Und auch die Türme, falls wir welche mitbekommen werden. Und wir fangen dann hier eben an in dem Stadtbezirk San Giovanni, das ja hier schön durch dieses graue Gebilde hier abgebildet wird. Und da werden wir anfangen. Ich werde überwiegend nach den Federn gehen. Und wenn uns dann natürlich dann so ein Schatz dazwischen kommt, dann werden wir uns den auch schnappen, ist ganz klar. Ich werde jetzt erst einmal die erste Feder markieren, dass ich weiß, wofern ich etwa hin muss. Weg mit dir. Diese Troubadoure, ey. So, dann gehen wir jetzt erstmal hier in die Richtung der Kirche. Das wird unser erster Punkt sein. Aber hier haben wir zum Beispiel auch schon einen Schatz, den werden wir uns natürlich gleich schnappen. Der wird hier, wie viele der Schätze, irgendwo in so einem ja genau, in so einem, na, wie soll man sagen, in so einem Balkon drin sein. Das sind sehr viele, die in so einem Balkon abgebildet sind. Und diese Schätze, die sind dann oftmals wirklich auch in den Gebäuden drin. Um da dann reinzukommen, da muss man natürlich sich dann Gedanken machen, wie man denn da reinkommen könnte. Man sieht auch die Icons, falls man die Karte gut sehen kann. Ich glaube, man kann die im Ding eher schlecht sehen, weil ich da die Events habe. Die sind grau. Und wenn man dann die richtige Höhe erreicht hat, werden sie dunkler. Ja, was ist der Unterschied zu den Flaggen im ersten Teil? Es ist auf jeden Fall so, dass die Federn oftmals an sehr hohen Stellen sind. Das ist zum Beispiel hier bei der ersten Feder eh schon der Fall. Denn die ist nämlich ganz oben auf der Kuppel drauf. Also da muss man dann schon ein bisschen Arbeit reinsetzen, damit man die bekommt. Arbeit, die ich mir jetzt versuche zu machen. Ja, genau. Es ist auch nicht mehr so einfach wie bei Assassin's Creed 1, was heißt einfach im Anführungszeichen. Man muss sehr viel rumklettern, um zu sehen, wo geht's jetzt lang, wo kommt man weiter nach oben. Zum Beispiel wie jetzt hier, man musste mal quasi jetzt hier um die komplette Kuppel rum kraxeln, damit man an die richtige Stelle kommt. Und da ganz oben sieht man sie schon. Da ist die Feder. Und jetzt haben wir hier eben die zwei Schätze, die wir haben wollten, die hier oben versteckt sind. Und ganz allgemein, ich finde einfach den Soundtrack auch von Assassin's Creed 2 echt geil. Der passt halt einfach in diese Renaissance-Zeit. Auch diese erste Version von Ezio's Family, die ja jedes Mal kurz vorm Stream läuft, ist zwar schön, aber wie gesagt, mein Favorit ist eben die von Assassin's Creed Rouge. Die mag ich am meisten. So, dann ist die schon mal gesammelt. Jetzt müssen wir halt wieder runterkommen. Das ist das nächste. Vielleicht haben wir ja irgendwo einen Punkt, wo wir runterspringen können. Da die Vögel zeigen es schon an, ja gut, oder man springt halt einfach in den Tod, ist auch gut. Kann man auch machen. Ist auch in Ordnung. Dann sind wir auf unten, ist auch gut. So, die Nummer 2 ist hier ungefähr. Wir stehen hier schon wieder fast neben zwei Schätzen. Die holen wir uns natürlich auch gleich wieder. Sorry.
Ach, die werden wahrscheinlich in Der den muss schwer Gebäude, in dran dein Gebäude, sein. weil die zwei Und sie nebeneinander sind, sehr werden die schnell. sicherlich bewacht sein. Schätze ich mal. Oder auch nicht. Okay, dann klettern wir mal hier hoch. Die Ja, scheinen auf willst du noch etwas Bodenebene zu trinken? sein. Vielleicht sind Na die ja, wer hinten. zuletzt lacht, lacht am besten. Ah ja, da. Da stehen auch die ganzen Wachen. Kommt Wie es und mir schon seht, was meine dachte. Galerie zu bieten hat. Sicher habe ich ein paar Überraschungen für euch Kunstkenner oder Sünder, die Vergebung So, jetzt brauchen. versuchen wir mal einen Doppelkill auszuführen. Das Ich ist ein hasse bisschen es, wenn blöd. sich irgendein dahergelaufener Irrer daneben Nee. benimmt und mir meinen Dienst. Halt die Klappe. Da! Nein, nicht da. Tschüss. Was treibt dich zu einem solchen Verhalten, Dämonio? Ja, weil hier Schätze sind, deshalb. Schätze sind immer cool. Oh, eine Leiche. Ich werde ohnmächtig. Mir ist schwindelig. Weg hier. Schnell. Ja, geh lieber weg. Jetzt komme ich noch und flattere dir auch noch. Ein wahrer Diener Satans bei der Arbeit. Ja. Oh, ich sehe auch, die Villa im Monteriggioni ist anscheinend gleich voll oder ist voll. Wie erbärmlich. Du Tier. Wow. Hier ist jetzt nichts Besseres auf eingefallen, als mich Tier zu nennen. Na gut. Kommt, Freunde. Ich habe heute frisch gefangene Huch. Was Sorry, das war wollte mein? Ich nicht. Ihr solltet mehr Zeit im Haus So, Respekt, da Idiota. Ist die Feder. Die Feder. Porgete in mio magia vostro padre. Kannst du nicht noch weiter hoch? Ja, geht doch. Hübsch, hübsch. Schöne, enge Hose. Ja, okay. Eieiei. So, dann die dritte ist mehr oder weniger gleich daneben. Die ist... Na komm, da geh halt näher ran, da muss ich besser rankommen. Hier, die ist hier irgendwo. Also nicht weit weg von... Da, ach, das sieht man sie ja eh schon. So, dann haben wir die hier auch. Dann die Nummer 4, die ist dann... Für hier. Da ist auch ein Schatz, den holen wir uns natürlich auch. Der könnte... Ich höre ihn schon, der muss hier auch wieder auf so einem Balkon sein, ja. Müsste hier oben irgendwo sein. Vielleicht, ah, da. So. Und die 5, die ist... Ja, die ist ungefähr hier. Ach, ist die... entweder ist sie hier unten. Ah, ich sehe sie schon. Wir müssen ja keine Angst haben, hier ins Wasser zu fallen. Nummer 6, die habe ich auch noch nicht. Die 7 habe ich schon eingesammelt. Die 7 und 8 müsste ich schon haben. Ja, 7 und 8 habe ich schon, genau. Die geht uns also jetzt nichts mehr an. Aber die 6, die ist ungefähr... Hier müsste die sein.
Hopp. Salve. Also ich weiß nicht, ob wir das im Stream, da muss ich mal direkt nachgucken, weil ich habe immer so Mikroruckler im Stream und ich weiß nicht, woran das liegt. Wenn ich hier runterfalle zum Beispiel. Ja doch, die sieht man auch irgendwie. Ich hab aber keine Ahnung, woher die kommen. Ich meine, das Spiel ist ja ein bisschen älter. Aber es ist ja nicht so, als hätte ich keinen einigermaßen guten PC. Liegt das? Ich wüsste jetzt aber nicht, woran das sonst liegen könnte. Da muss ich mich mal direkt informieren, weil das, es ist so unflüssig laufen, das geht ja mal gar nicht. So, die 7 und die 8 habe ich, wie gesagt, schon. Die 9, die ist ungefähr hier. Also irgendwas stimmt da nicht so wirklich. Ja, das spricht wahrscheinlich auch ein bisschen dafür, dass es nicht unbedingt ganz sauber programmiert ist. Wenn es auf einem Top-PC ruckelt, kann ja irgendwas nicht so unbestimmt sein. Aber gut, Top-PC möchte ich jetzt nicht sagen, aber obere Mittelklasse würde ich jetzt mal schon behaupten. Und ich meine, das Spiel ist wirklich nicht das allerneueste. Er wird noch jemanden verletzen, wenn er 2010, März, glaube ich, für den PC gekommen. Also. Ist das nicht gefährlich? Vor allem der erste Teil lief noch extrem flüssig. Gut, das ist natürlich. Natürlich ein neuerer Teil, aber trotzdem darf halt sowas eigentlich nicht sein. So, hier haben gleich drei Schätze hintereinander. Ich denke mal, dass die zwei hier wieder irgendwo. Ah ja, hier. Aber da ist ja niemand, okay. Soll mir auch recht sein. Normalerweise werden die immer bewacht. Aber soll mir nur recht sein. Das ist ja fast nicht spielbar. Es war, also ich habe das schon die letzten Streams bemerkt, aber so schlimm hatte ich es bisher noch nie. Das ist schon eine neue Dimension. Ich habe frischen Schafsurin und Rosmarinpackungen gegen euch. So, Fida, wo bist du? Ich höre dich. Ah, da oben. So. Dann holen wir uns mal gleich die Schätze. Da ist schon einer. Dann suchen wir gleich die Nummer 10 noch. Die Nummer 10 ist hier. Dann holen wir uns noch den Schatz. Mein Schatz. Wo ist denn der Schatz? Hier unten ist er. Ja, wir müssen 330 dieser Schätze finden. Das ist die neue Flaggensammelaktion. Neben den 100 Federn. Das haben wir wieder an die... Ich meine, glaube ich, beim ersten Teil waren es auch um die 430 Collectibles. Hier sind es auch wieder 430 mit Federn und Truhen zusammen. Die Glyphen lasse ich mal außen vor. Das sind 20, das ist jetzt nicht so schlimm. Sorry. So. Also hier haben wir auch wieder... Und die Federn sind ausnahmslos irgendwo weit oben. Das ist normal. Ich könnte mir durchaus vorstellen... Ja,
Okay, wo ist die Feder? Ach, da, ich sehe sie schon. So, es waren die Federn hier in dem Bezirk. Jetzt möchte ich mir eigentlich nur noch die ganzen Truhen noch, oder die Schätze noch hier holen, damit dieser Stadtteil schon mal fertig ist. Oh Gott, dieses Ruckeln ist ja schrecklich. Wo kommt denn das nur her? Sieht eher riskant. Habt ihr den Verstand verloren? Ah ne, hier sind unten die Schätze. Nicht wie Arrigo. Pflege für alle. Die sind wahrscheinlich wieder gut. Gut verteidigt, so wollte ich sagen. Oder sind die einfach hier drin? Nee. Und die sind schon unten. Das heißt, das ist wahrscheinlich wieder gut verteidigt. Oder gar nicht verteidigt, das kann natürlich auch sein. Ah. Nicht verteidigt, okay, auch schön. Einen Moment, ich muss mal schnell gucken, warum das hier so komisch läuft. Habe ich irgendwie eine extrem hohe Auslastung? Aber ich wüsste nicht wieso. Nee, das kann man nicht als hohe Auslastung bezeichnen. 54% am CPU, 39% am Arbeitsspeicher. Das ist ganz sicher keine hohe Auslastung. Mal schauen, ob ich irgendwas im Internet dazu finde. Ja, ich habe Vertikalsynchronisation normalerweise auf an, weil ich ja auf dem Fernseher spiele und da ist Steering immer ganz gern vorkommt. Vielleicht, ich mach's mal aus und schau, ob es dann besser wird. Ob es daran liegt. Aber ich sehe jetzt, da sehe ich schon die Tearing-Effekte. Da kommen sofort die Effekte, die Tearing-Effekte rein. Was machst du denn? Aber es läuft tatsächlich flüssiger. Ah, das ist ja ekelhaft. Kann es dann eventuell daran liegen, dass ich 60 Hertz plus V-Sync anhabe? Ich versuch's. Also V-Sync muss ich anmachen, weil dieses Tearing ist so hässlich. Dann versuche ich es mal mit 30. Ob das da immer noch passiert. Schneller, bleib zurück! Au! Ey, sag mal, geht's dir noch gut? Das lasse ich nicht von mir. Das ist mir nicht gefallen. Also das ist jetzt ein Verbrecher. Den dürften wir tatsächlich töten, glaube ich. Nee, es reicht auch, den einfach einzufangen. Und jetzt hast du gesehen, wir haben 505 Florin bekommen. Ja, und das Lustige ist, ich werde trotz dessen angemacht von den Wachen, obwohl ich Selbstjustiz verübe. Ja. Ja, jetzt scheint die Ruckler weg zu sein. Anscheinend vertragen sich V-Sync und
60 Frames per Second nicht. Auch toll. Ich würde ja gern in 60 Frames. Oh, nein, nicht runterfallen lassen. In 60 Frames. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich würde gern in 60 Frames streamen. Aber wenn das in Verbindung mit VSync nicht klappt, ist es halt für mich echt scheiße, das zu machen, weil ich sofort Tearing-Effekte habe. Und das habe ich jetzt gerade wieder gesehen. Es lief zwar flüssig, aber mit den Rucklern, das ist halt echt nicht... Also ich muss mich dann entweder entscheiden, ob ich in 60 Frames streame und Tearing-Effekte habe, oder mit 30 Frames streame und ohne Tearing-Effekte. Und dann ist mir das auf jeden Fall lieber. Ich sorge mich um seinen Gemütszustand. Da muss ich erst irgendwo wieder hochspringen, genau. Eieiei. Also ich würde echt gerne in 60 Frames streamen, aber wenn das halt nicht möglich ist. Ich weiß nicht, ob das bei allen Spielen so ist. Ich hoffe mal, es ist jetzt nur bei Assassin's Creed, bei Assassin's Creed 2 so, dass man halt im 60 Frames und VSync nicht arbeiten kann. Ich glaube, ich komme hier nirgendwo hoch auf der Position. Mir sieht nicht danach aus. Ah, muss noch ein Stück hoch, so wie es aussieht. Aber vielleicht hat da jemand noch eine Idee. Ich wüsste jetzt leider nichts. Der kommt hier nirgendwo hoch. Na klasse. Also meiner Meinung nach liegt es einfach da dran. So, hier kommst du aber hoch. Geht doch. Weil jetzt läuft es ja flüssig. Also es hat tatsächlich mit vertikaler Synchronisation plus plus 60 Frames zu tun. Na gut. Wie gesagt, ich hoffe, das ist kein allgemeines Ding, sondern das ist jetzt nur bei Assassin's Creed 2 so. Weil ich würde schon gerne auf 60 Frames streamen. So, wie viele haben wir denn jetzt noch? Das war... Nee, eine haben wir noch. Ein Schatztrüchen ist noch übrig. Die Karte, dass die so komisch ruckelig läuft, das kenne ich noch vom Frühjahr auch. Keine Ahnung, warum die so schlecht läuft. Aber das Spiel, dass das so ruckelt, das ist mir neu. Jetzt läuft es auf jeden Fall besser, auch wenn es leider nicht mehr so schön smooth ist. Wegen nicht mehr vorhandenen 60 Frames. Aber diese Mikroruckler, die machen ein Jahr. Die machen ein Jahr verrückt. So. Schauen wir mal, dass wir hier schön runterkommen. Ah ja, okay. Nicht ganz so agil, nicht ganz so schön. Gehen wir mal hier lang. Ich muss dann die Hälfte von meinem Geld schon wieder ausgeben dafür, dass ich wieder Heilmedizin kaufe hier. So oft wie ich mir hier die Beine breche. Da ist wieder so ein Dieb. Achtet auf eure Füße.
So. Oh, ich habe vergessen, auf live zu schalten. Entschuldigung. So. Ach ja. So, wir haben hier jetzt in diesem Bezirk alle Federn und alle Truhen. Dann kommen wir zu dem nächsten. Also wir waren jetzt bei Nummer 10, die Nummer 11. Ja, jetzt müssen wir quasi hier rüber. Da haben wir noch nicht so viel erkundet. Deshalb muss ich dann erst einmal Aussichtspunkte hier holen, damit ich da weitermachen kann. Und wenn mir da mal so ein Job in die Nähe kommt, werde ich mir da natürlich auch die Sachen holen, weil wir müssen ja schauen, dass wir auch die Villa Monteriggioni aufrüsten. Und wenn wir dann die Möglichkeit haben, ich will ja wirklich alles kaufen, was es gibt. Und jetzt, da wir ja momentan Geld sammeln, können wir ja auch ruhig mal schauen, ob wir was kaufen können. Und sonst eben Rüstung reparieren. Ah, hier können wir uns schon wieder was holen. Sehr schön. Dann holen wir uns doch mal hier die Armschützerleder und den Brustschutz von Leder. Ja, und schon haben wir fast kein Geld mehr. So schnell geht's dann. Hier haben wir dann auch noch Waffen, die wir uns kaufen könnten. Das ist nicht alles, was ich unbedingt haben will. Aber wir brauchen sie auch für die 100%. Deshalb werde ich mir mal dieses venezianische Malchus auch kaufen. Damit haben wir fast kein Geld mehr. Ist aber auch in Ordnung. Nun, euer Geld ist so viel wert wie jedes andere. Ja. Toller Spruch. Schauen, so ist der Wert von Monteriggioni auch wieder mehr. Weil die Waffen werden ja auch ausgestellt. Und das heißt natürlich, dass sich die wieder ein bisschen verbessert hier. Der Wert. Das wollte ich jetzt echt nicht. Träume ich das alles nur? Nö, nö, alles gut. Hier sehen wir neben dem, dass hier auch gleich ein Schatz ist. Den Schatz sieht man auch, wenn man sich die Karte kauft, auch ohne, dass man das Gebiet entdeckt hat. Das ist ja auch in Ordnung. Wenn man den Schatz gleich, sind wir wieder ein bisschen reicher. Ein bisschen. So, dann gehen wir hier hoch und holen uns den Aussichtsturm. Gehen wir hier gleich lang, weil das ist, glaube ich, der bessere Weg, genau. So, wir müssen, ja, man sieht leider immer noch nicht viel mehr, da muss ich jetzt glatt auch noch den hier holen, sonst werde ich hier niemals hier fündig. Uns auch gleich den Schatz hier. Der ist natürlich hier wieder versteckt zwischen diesen Leuten. Wenn du Shit. Das hier überlebst, wird deine Häutung ein Vergnügen sein. Versuch's. Ja. Jetzt. Huch. Oh, falsche Taste, verdammt. Komm, greif an. Ja, da gibt es auch ein bisschen mehr Geld als bei den anderen. Also es wird hier ein bisschen einfacher. Oh shit. Die haben mich gesehen. Egal. Ich bin sowieso weg. Hi Simon. Schön, dass du da bist.
Oh, verdammt. Nee, das geht so nicht. Keine Sorge. Los, der kommt nicht rein. Wie geht's dir, Simon? Aus dem Weg. Komm, geh hoch da. Sorry, you're from from England or from America? I'm from Germany. Wo komme ich denn jetzt hier hin? Ach hier. So, jetzt können wir... Jetzt finden wir hier die nächste Feder. How are you? Runter hier! Hier oben darf niemand sein! Weg! Ach, da oben ist. Ich sehe sie schon. Ah, from Macedonia. Okay. Nice to meet you. I'm very happy that you visit my stream. So, die Nummer 12, die ist dann hier beim Schneider irgendwo. Nach oben. Hier. Einfach zu finden. I don't think so that I'm a good streamer. I'm a very normal person compared to others, so I don't think that I'm a really good streamer, but thanks for your words. My English is not the very best, but I try to been as good and understandable as possible. Yeah. Oh god, my English is so bad. So I don't see that I'm a very good streamer. Oh, sorry. So, jetzt gucken wir erstmal zum nächsten Schatz, dass wir die hier auch alle einsammeln. Der wird hier hinten drin sein, ja, genau. Yeah, it's normal, because we don't live in England or America, so we cannot be as good as English as others, so it's okay. It's only
important. It's only important if we understand each other, so it's okay. I'm 31, and you? Oh, da ist die, da ist ja die Kiste. Ich mach gar nicht mal hochspringen hier. Oh, thanks for the follow, Simon. Very nice from you. Ich glaube, wir machen gleich mal das Rennen hier, wenn es schon mal da ist. Das können wir ja schon mal machen. Das ist ja auch eine Nebenbei-Betätigung. Diejenigen, die sich angucken, sollen ja auch ein bisschen was davon haben. Nicht nur Glyphen und Sachen sehen. Ich bin der beste Läufer dieses Bezirks. Sie sagen, ihr wärt auch recht gut. Beweist es. Gerne. Ich bin der schnellste Dieb der Stadt. Glaubt ihr, könnt meinen Rekord knacken? Ja, wenn ich nicht gerade wieder überall runterfalle, wird's vielleicht was. Ah ja, okay. Nein, ich muss nicht festhalten. Ach, ist das so ein... Da geht's schon los, ey. Jetzt muss ich da irgendwie hochkommen. Auch noch, ey. Das brauche ich jetzt gar nicht. Oh shit. Oh, das wird knapp. Das wird ganz knapp. Oh, komm schon, Ezio. Wir haben nicht mal die Hälfte bisher. Die liegen auch noch so weit auseinander. Ey, was? Ja, die Hälfte der Zeit ist vorbei. Ah, endlich mal Punkte, die näher beieinander liegen hier. Und dann gleich wieder eine, der so weit auseinander liegt. Hey. Wo geht's denn hin? Ach nee. Ach, da ist der nächste. Dass die jetzt auch nicht mehr festhalten müssen, ey. Aus dem Weg. Bin schon weg. Steig auf. Wohin? Wohin? Da oben. Oh. Oh, das wird knapp. Das wird knapp. Steig hoch. Oh. Hei, 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 hei. Oh. Play popular games for more followers. Thanks for the advice, Simon. Or do you play favorite games? I'm Assassin's Creed fan, so it's okay. I play the whole franchise, and I played Assassin's Creed 1 before, so I'm now at Assassin's Creed 2, and that's okay. I'm not for many followers. This is not my main target. So, I'm happy with that. Hm.
So, wo waren wir? Wir hatten das Rennen. Ach so, wir sind jetzt ganz woanders. Das. Na klasse. Wir sind hier durch die ganze Welt gereist und jetzt sind wir wieder ganz woanders. Das. Ich dachte, wir wären jetzt irgendwie so im Kreis gelaufen. Dabei sind wir jetzt hier. Ah, okay, ja, understand. Er verletzen, wenn er so weiter. So, I'm 30 years one old. 30 years? 41 years. So, how old are you, Simon? An alle Männer im wehrfähigen Alter. Die Stadtwache sucht neu. Lieta serata. Aus dem Weg. Ah, 16, okay. Ich habe traditionelle Mittel und die Weisheit der Araber. Ich glaube, der Schatz ist auf der anderen Seite. Ja, da ist er. So the problem is if you stream popular games, you have 50 other streamers with 1,000 plus viewers, and you have no chance because you're not showing to others. So it's, in my opinion, it's better you stream games that are not so popular, but you have guys that want to see this game. Nobody stream it, so it's okay for me to stream such games. I mean, Assassin's Creed is a popular game, but I choose to play the whole franchise, and yeah, this is the second part, and I play it for 100%, so it take a long time. I don't think I am done with this thing before the next 2 years, maybe. So. Jo. Wo ist jetzt der blöde Schatz hier? Ach, hier wieder drin. Ja. Ah, Hitman. Hitman is not a very bad game, but it's not my genre. So, salute. I stick on Assassin's Creed now, and that's my main game. What I play. Die Nummer 13, die müsste ungefähr hier sein. Eieiei. Hol eine im Suff abgeschlossene Wette oder so. Nicht weiter. Dann müssen wir hier weiter. So, da ist der Schatz und hier muss aber auch irgendwo eine Feder sein. Irgendwo versteckt sich eine Feder. Ich glaube, da oben ist die. Ich weiß sie doch schon. Ja, da oben ist sie. So.
Ah, endlich mal ein Luftattentat, ey. Das habe ich vermisst. So, die Nummer 14, die ist ungefähr hier. Und bei dieser... Ah, da habe ich, sehe sie schon. Und hier haben wir auch wieder eine Glyphe. Aber ich glaube, die habe ich schon. Ja, die habe ich schon. Die Glyphe habe ich schon, aber die Feder habe ich noch nicht. Das ist doch ein, das sind doch Vorsprünge. Warum kletterst du da nicht hoch? Geht doch. So. 13, 14, die 15. Oh je, die ist ganz da oben. Da holen wir uns erstmal hier den Aussichtspunkt. Noch den... Oh. Ja, komm nur her. Doch, natürlich bekomme ich dich. Okay. Was war das denn? Verdammt nochmal jetzt. Nein? Du bist aber ziemlich gewandt hier. Jetzt... Oh. Kannst du mal aufhören, hier ständig Haken zu schlagen? Wo bist du jetzt? Kommt, Freunde. Ich habe heute... Oh, kannst du mal aufhören, hier... Boah, bist du mies. Jetzt habe ich dich. Jetzt komm her. Mich bekommst du nicht. Doch. Kann dein hässlicher Affenschädel keinen einzigen Verzeiht. Gedanken... Ich bin arm und hungrig. Gnade. Ja, ja. Kommt, Freunde. Eigenes Geld und das des Räubers beschafft. Okay. So. Möge das Wohlbefinden immer auf eurer Seite sein. Nein, so geht's nicht lang. Wo ist denn hier? So, dann haben wir immer noch nicht, wo die Nummer 15 versteckt ist. Die ist hier irgendwo. Müssten wir auch nochmal den Dingpunkt holen. Jetzt holen wir uns... Ach, da ist eine Codex-Seite. Schau einer an. Holen wir uns erst einmal hier den Schatz. Aus dem Weg. Ich bin ein Schatzsucher. So, dann könnten wir uns die zwei Schätze eigentlich auch gleich schnappen. Seid nicht schüchtern, tretet näher. Hübsch, hübsch. Schöne enge Hose.
Wir sind Gott, ey, stolz auf unsere gute Qualität. Diese Kommentare, ey. No, Simon, and I have no woman or girlfriend. So, hier haben wir auch eine Glyphe. Die werden wir uns gleich zu Gemüte führen. Wir müssen jetzt erstmal den Aussichtspunkt holen. Und der Aussichtspunkt, der ist hier. Den holen wir uns mal gleich. Eieiei. Ah ja. Eieiei. Das scheint gut nach oben zu gehen hier. So, und die Feder, die müsste ungefähr... Nein. Hier sein. Da nicht hoch. Salute a voi. Nee, das wird so nichts. Er kommt hier nirgendwo hoch. Super klasse. Da, ach, da ist die Feder. Ja, wie kommt man denn da hin? Muss ich hier so springen, oder? Nee. Mich denn jetzt an diese Feder? Achso, okay. Geht doch. So, und dann haben wir auch eine Glyphe. Und die Glyphe, die ist... Nee, die Glyphe ist ungefähr da. Die versuchen wir zu holen. Wenn ich hier mal irgendwo hochkomme. Vielleicht hier? Was macht der denn da? Attenzione! Ja. Eine Kompanie Condottieri wird innerhalb der nächsten 14 Tage auf den Feldern nordwestlich der Stadt. So, wo haben wir denn die gute Glyphe hier? Ah, ich höre sie doch schon. Da! Suche weiter und du wirst finden. Erst gepflückt von einem Baum, der von einer Schlange bewacht wurde, bewirken seine Kräfte Wunder. Dann abgenutzt von der Zeit, auseinandergerissen und unter einem roten Meer versteckt, Erneuerer der Zeit. Also ich gehe mal ganz davon aus, dass es sich um irgendwas Rotes handelt. Na gut, aber man kann davon sagen, dass da vieles rot ist. Und unten nicht, okay. Also Josef, Ägypten, ca. 1700 vor Christi, hat eindeutig was Rotes an. Dann wird das auch passen. Jason von Griechenland, prähistorisch. Naja, da kommt schon was Rotes vor, aber lassen wir mal aus. Jesus Christus, Jerusalem, ca. 30, ganz klar, da ist was Rotes. Heinrich der VIII. Von England, 1530. Naja, das kann man als Rot auslegen, aber naja. David und Goliath, Tal von Ela, ca. 97 vor Christi, ganz klar, rot. Entkleidung Christi, Jerusalem, ca. 30, auch eindeutig rot.
Jean-Paul Marat, Frankreich 1793. Da ist eher weniger Bekleidung als rot. Prometheus, Griechenland, prähistorisch. Da ist auch nicht viel Kleidung. Hannibal, Karthago 202 vor Christus. Ich meine, das ist schwarz-weiß. Wo soll man denn da rot erkennen können? Sankt Franz, Borja, Spanien 1566. Da ist auch nicht viel rot. Also jetzt fehlt mir entweder das hier. Ah, passt. SPQR. Puh, keine Ahnung. So. Und hier wird auch Ihnen gesagt, dass... Ah, was steht denn da? Sie nahmen es. Haben Sie ihm seinen Apfel genommen? Oder sein... Ah, hier ist ein Templerkreuz. Ach, das Grabtuch, oder? Innensplitzer 34, das Tuch, ja. Passcode gefunden. So, und jetzt haben wir hier wieder ein bisschen mehr. Und das letzte zeigt, dass sie sich quasi, dass sie stehen geblieben sind und sich umdrehen. Das sieht alles so futuristisch aus, im Gegensatz zu dem Rest. Also es ist schon ein bisschen komisch. Holen wir uns mal die Codex-Seite, die hier auch versteckt ist. Ja, was heißt versteckt? Ist nicht versteckt, die ist gut einsichtbar. Ich würde es zu gerne... Kann ich auch... Nee, leider kann ich keine zwei anvisieren. Oh doch, da ist es passiert. Da ist es passiert. Oh. Oh shit. So. Warum passiert das eigentlich immer mir? Und da haben wir die Codex-Seite. Eine philosophische Codex-Seite. Und die Nummer 16, die ist auch wieder hier irgendwo, wo ich es nicht sehen kann. Deshalb muss ich hier auch natürlich den Aussichtspunkt erstmal holen. Wo ist die Wache? Ja, dieses wilde, unberechenbare Biest bin ich. Oh, hey, du da. Oh, alles super funktioniert. Welcher Teufel hat euch geritten? Sehr schön. Kommt, kommt, seid nicht schüchtern. Noch. Was zum... So. Nee, Diebe brauche ich gerade nicht. Also diese Rennen, die sind schon echt knackig. Was muss schon sagen. Hier? Da. Du wirst nicht entkommen. Hey. Mit dir. Oh, hier wäre ein Schatz. Holen wir erstmal den Schatz. Der ist bestimmt hier drin, oder? Oh. Aber unten drunter ist er. Und da ist eine Feder. Oh. Das ist die Frage, welche Feder das ist. War das schon die Nummer 16? Ne, das war eine andere. Das ist die Nummer 17 gewesen. Okay. Also die Nummer 17 haben wir. Was ist denn hier der Eingang? Ah, hier. Ja, die Nummer 17 haben wir schon, da brauchen wir nur noch 16 und 18. Die Nummer 16 und die Nummer 18... Hopp. Wer hat euch gelehrt, euch so zu bewegen? Das ist alles, Gene.
So, die Nummer 16 haben wir. Ja, wir sind da eh schon ziemlich nah dran. Die müsste eigentlich fast ersichtlich sein von hier aus. Ah, ich sehe. Ja, verdammt. Ich glaube, ich habe sie gesehen. Nämlich da unten links. Ja, genau, da sieht man sie. Da ist sie. Genau. Ja, springen wir mal runter. Gehen wir so hoch. Nein, nicht so, sondern so. So. Und dann haben wir noch die Nummer 18, die ist genau hier drin. Also mein Ziel ist jetzt auf jeden Fall Florenz zu machen komplett. Wo ist denn hier der Schatz? Der ist auch wieder hier unten irgendwo, oder? Der ist eher hier drüben. Ja, da. Florenz einmal komplett zu machen. Da mal schauen, ob wir dann eventuell noch nach Monteriggioni gehen und da auch noch die Sachen einsammeln. Sehr unterhaltsam. Mal sehen. So, jetzt gehen wir mal zum Kunsthändler. Der ist aber, glaube ich, auf der anderen Seite. Au. Oh, bitte. Verzieht euch. Ich will zu dem Kunsthändler. Wo versteckst du dich denn? Ey. Bist aber ein gut versteckter Kunsthändler hier. Da ist er. Gut versteckt. Da haben wir eine Schatzkarte noch. Ach, Santa Maria de Novella haben wir noch nicht. Genau, die können wir uns auch gleich kaufen. Eine Freude, so, oh. Geschäfte mit euch zu machen. Ich wollte eigentlich noch mehr von dir kaufen. Entschuldigung. Ah. Kommt, Freunde. Was auch immer. So. Ah, Madonna und Kind holen wir uns auf jeden Fall. Taufe Christi nehmen wir auch. Verkündigung an Maria nehmen wir auch. Porträt eines Musikers auf jeden Fall. Ja, bei Heiliger Johannes der Täufer wird ja eventuell angenommen, dass das Leonardo da Vincis Geliebter ist, den man hier abgebildet sieht. Es wird angenommen, es ist nicht sicher. Aber ja, ich meine, es kann durchaus möglich sein. Holen wir jetzt noch Francesco della Oper und eben Heiliger Johannes noch mit dazu. So. Das dürfte unsere Villa wieder schön aufpäppeln hier. Wert von 207 plus. Ja, alles gut. Ja, da ist der. Da ist. Macht das etwas Spaß? So, den Schatz haben wir schon, aber hier muss noch eine Feder irgendwo sein. Irgendwo ist noch eine Feder. Feder? Hm. Runter hier, sofort! Runter hier, sofort!
Habe ich die schon eingesammelt versehentlich? Ach, die habe ich schon eingesammelt. Hetze. Das habe ich nicht. Hey! Komm mal runter. So. Ach, die habe ich auch schon. Verdammt! Habe ich vergessen. Okay. Dann dürften wir hier auch fertig sein. Dann haben wir die auch. Brauchen wir hier eigentlich nur noch... eigentlich nur noch die Schätze. Da oben sind noch ein paar. Hier ist noch einer. Oh man, ein kleiner Schätze-Run hier. Wieder den Geldbeutel ein bisschen auffüllen hier. Das war knapp. Naju, da! Da! Du hast nichts gesehen. Muss mal langsam meine Berühmtheit wieder ein bisschen senken hier. Hier ein bisschen weiter oben, oder? Hier drin, ja. So, dann haben wir noch hier die 3-4 Schätze. Die holen wir uns auch. Oh yes. Schneller, bleib zurück. Ah, ich hasse. Jetzt, ich hab dich doch schon. Oh. Merda, bleib mir vom Leibe. Ah, wie springt ihr denn? Ich kann das nicht. Jedenfalls nicht. Nee, das. Ah, ich hasse diese blöden Diebe, ey. Weg da. So. Sofort. Runter, Stronzo. So. Ach, da unten ist er ja. Glaube ich gar nicht weg hin. Huch. Ich habe euch gestört. Ich gehe, ich gehe. So, da kommen wir wieder raus. Dann holen wir uns die nächsten Schätze. Hopp. Es wurde mir schon angezeigt, dass die etwas weiter oben sein sollen. Dann sind die wohl da oben. Vergebt mir, Herr. Es tut mir leid. Ich gehe. Yep. Zumindest einer davon ist hier. Aber wo ist der andere? Was für ein Athlet! Wahrscheinlich oben. Yep. Echtes Können. So. Und dann haben wir noch den hier hinten. Er ist hier, du gehörst mir, Assassin. Wollt ihr wirklich, dass ich mein Schwert ziehe? Ja, mach doch. Bitte, lasst mich einfach. Ich habe nichts damit zu tun.
So. Dann haben wir nur noch zwei Schätze und dann sind wir hier auch durch. Sorry. Bei allem, was heilig ist, der Munari-Vertrag. Darin stecken 2 Jahre Arbeit und Stiefellecken, um in diesen Palazzo zu kommen. Ja, tut mir leid. Das ist doch... Oh mein... Ich könnte mich... Nein, die Vase. Meine Güte. Maestro Corsini. Eine Behandlung mit seinen berühmten exotischen Blutegeln aus den... Oh, Hallöchen. Verdammt. Ah. Katzo, das ist sich... Katzo, weiche! Mich bekommst du nicht! Das, ich bin ja eigentlich schon an dir dran, weißt du das? Filio di Putana, gib auf! Ich hab ihn doch... Toll. Jetzt hat. Verzeiht, ich bin arm und hungrig. Gnade. Ich könnte ihn auch töten, aber so böse bin ich nicht. Gut springen kann er ja. So, wo ist denn... Ist der Schatz. Noch einer, ey. Wie viele gibt's denn davon? Wo ist der Schatz? Ah, hier. Hallöchen. Ich wollte jetzt... Yay, yeah, jetzt reicht's. Ey! Ja, hallo? Du. Erinnert euch an die Ausbildung, Männer! Ich mache kaum Schaden mit dem Teil hier. Warte mal, das muss ich wieder umändern hier. Achso, ich hätte ihn. Ach, ich hätte ihn aber nach dem Greifen direkt umbringen können. Ja. Auch gut. Ich will nur zum Schatz hier. Und falls ihr euch fragt, warum er sich hier so langsam bewegt, das ist normal. Ich kann hier in Gebäuden nicht laufen. Das geht nicht. Selbst wenn ich es wollen würde, es geht einfach nicht. So, ich glaube, das war's dann auch hier. Ja, genau. Sehr schön. Dann fehlt uns eigentlich nur noch... Florenz, San Marco, San Giovanni. Ach, da gibt's noch eine zweite Seite. Deshalb habe ich das nicht gesehen. Santa Maria Novella, genau. Das ist unsere letzte Station. Boah, jetzt steht da Werbung drin. Ey. Ah. Geh weg. Ist 27 die letzte hier? Sieht ganz danach aus. Nun gut, wir müssen jetzt hier auf die ganz andere Seite wieder. Und nach unten müssen wir dazu noch. Ich muss mir das mal kurz angucken, ob 27 die letzte ist. Ja, es ist die letzte, okay. Dann holen wir uns erstmal hier den Aussichtsturm. Ist ein bisschen ein Weg, aber macht ja nichts.
Sicher mal nicht. Oh, scheiße. Was führt dich nach Florenz, Stronzo? Zu blöde, um adelig zu sein. Nein, ich lasse mich nicht provozieren von solchen Idioten. So. Ihr dürft nicht hier sein. Geht! Sehr schön. Da ist auch schon der Gute. Aussichtspunkt. Schatz. So, sieht schon sehr gut aus hier. Die Nummer 19. Die ist hier ziemlich weit unten. Das sehe ich nur leider nicht, weil der Aussichtspunkt mir noch fehlt. Dann holen wir uns den hier auch noch. Ach ja, die Aussichtspunkte. Oh, das ist die. Die holen wir natürlich auch gleich. Oh, 512 Florin, sehr schön. So, da ist der Turm. Bei euch sieht das so leicht aus. Wer könnte ja, weil ich es kann. Einem Mann verstecken? Ach ja. Dann haben wir jetzt die Feder. Die ist hier direkt zwischen der Grenze. War der falsche. Ihr sollt schnell müde werden, also nichts Riskantes, Männer. Wartet auf eure Chance. Ich war schnell müde, spinnst du? Zeig dir mal, wer hier schnell müde ist. Wo ist die Wache? Jemand muss sie doch mal auf. Willst du meine Narbe sehen? Die habe ich von genau so einem Stronzo. Halt die Klappe, ey. Genau wie wir den Schweizer erledigt. Lass mich. Damit möchte ich nichts zu tun haben. Madre Santa, Zeit zu gehen.
Oh, hier ist aber einiges an Florin. Also ich muss sagen, dafür, dass man hier so viele Florins bekommt und für die Karte gerade mal 160 gezahlt hast, musst nur eine Truhe öffnen und du hast es wieder drin. Also die sind schon chronisch unter Wert eigentlich. Das ist schon ganz schön komisch. Ich sag, wenn die halt dann... Ja, die müssen ja nicht viel, viel mehr kosten als der Wert der Truhen. Das wäre sonst blöd, aber so 2/4 können es ruhig kosten. So, wo ist hier die Feder? Ich weiß, ich habe noch 22, 23, aber 19 hatte ich bisher noch nicht. Wo bist du denn? Vielleicht bist du hier am Wasser. Ah ja, da ist sie doch. So. Dann die 20 ist hier. Was zum Himmel? Nicht hier. Laju, da ist er. Auf ihn. Ah. So. Dann, wie gesagt, 22, 23 habe ich. 21 habe ich noch nicht. Okay. Die ist ungefähr hier. Die holen wir uns auch. Und dann auch gleich noch den Punkt, den Aussichtspunkt. Wir alle müssen zu seiner Ergreifung beitragen. Findet die blasphemische Schlange! So, ich habe jetzt den für 500 Florin bestochen, dass er nicht mehr über mich redet. Das ist ziemlich teuer, muss man sagen. Also das könnte auch günstiger sein. Wie komme ich denn da hoch jetzt? So? Nein, auch nicht. Auf Befehl der Signoria wird auf den Handel mit importierter, unbearbeiteter Wolle eine Sondersteuer von einem extra Hundertstel erhoben. Ein extra 100. Nee, was macht. Ach, Ezio. Schaust du nicht da runter? Sieht so ausgesehen, als würde ich da runter wollen? Nein, komm schon. Böser Ezio. So. Dann holen wir uns den Aussichtspunkt. Du kommst jetzt doch da wohl hoch. Der ist hier an der Kirche, das sehe ich schon. An dem Kirchturm. So. Da ist doch links was zum Hochkutzen. Ja, sag ich doch. Geht's doch hoch. Hä, warum geht's da nicht hoch? Ja, da kannst du hochklettern plötzlich. Aber da ganz oben ist, glaube ich, nichts. Wir müssen hier nur... Ja, genau, da ist nichts. Gut. Wir müssen nur hierher. So, wie gesagt, 22, 23 habe ich schon. Dann fehlt uns die 24. Die 24 ist... die dürfte hier irgendwo sein. Da ist ein Kodex, sehe ich auch noch.
Suchen wir jetzt erstmal den Schatz. Der Kodex ist wahrscheinlich auf der anderen Seite. Da ist eine schöne Leiter, können wir schön hoch. Weil der Kodex ist eigentlich immer durch drei Leute geschützt hier. Genau. Raju, da! Da! Ergreift ihn! Uiuiui. Auch hier die Codex-Seite schnappen. Mittlerer Medizinbeutel, großer Medizinbeutel. Ich will mir mal eine andere Farbe zulegen. Nehmen wir mal das Florentiner Purpurrot. Ein Vergnügen, kommt wieder. Oh ja, das sieht schon viel besser aus. Wir müssen diesen Gotteslästerer vernichten. Er widerspricht allem, was einem guten Christenmenschen recht ich muss und billig ist. Also eigentlich jetzt. Was wie soll nicht mit diesem Teufelsbraten? Lebenserwartung. Ja. Fünf Minuten. Das habe ich schon gezeigt, dass ich ein bisschen länger als 5 Minuten überleben kann. Verdammt, runter! Sofort! Bin schon weg. Der Schatz doch da drüben. Ah, das war. Ich wollte nur zu dem blöden Schatz reden. So. Ja, jetzt ist eine Rüstung so stark beschädigt, dass man sie jetzt reparieren muss. Sonst bekomme ich eben diesen letzten Punkt nicht mehr. Sie ist zerbrochen. Die muss man jetzt quasi unbedingt reparieren. So, wo ist die Feder? Feder, wo bist du? Eigentlich müsstest du... Ah, ja. So. Das war die Nummer 24. Dann haben wir hier die Nummer 25. Oh.
in der auf der Basilika. Und da haben wir auch eine Glyphe. Und diese Glyphe, die versuchen wir auch zu finden. Und soweit ich das sehe, müsste die hier auf dem Seitenschiff sein, aber auf dem anderen. Also hier. Ah, ich glaube, ich habe es schon gesehen. Nee, doch nicht. Was ist sie denn? Schon richtig? Ein bisschen weiter oben eventuell. Ah, da. Märtyrer. Zar Nikolaus II. Von Russland. Templerkreuz. Achso. Ehensplitter Nummer 34. Der Stab. Jeanne d'Arc, Frankreich. Das Schwert. Mhm. Guck mal, was sonst noch hier verborgen ist. Also so ein Zahlencode zwischen 0 und 1. Scheint sonst nichts Großes zu versteckt hier zu sein. Hä? Ehensplitter Nummer 25. Das Schwert. Also, sie verbrannten Sean bei lebendigem Leibe. Ohne den Stab war der Zar Macht. Er konnte seine Untertanen nicht mehr kontrollieren. Revolution! Revolution! Rasputin brachte es nach Tunguska. Okay. Hier sehen wir also quasi, dass sie sich umdreht. Ja, sieht hier doch ziemlich menschlich aus, muss man dazu sagen. Also nicht so primitiv, wie ich am Anfang dachte, sehen sie dann doch nicht aus. Also sind schon mehr Affen als Menschen auf jeden... mehr Menschen als Affen, Entschuldigung. So, ich kann mir gut vorstellen, dass die da oben steckt. Sieht aber nicht danach aus. Wo ist die denn? Nein, die muss auf einem Vorsprung hocken. Dann bin ich ja hier fast schon richtig, oder? Hä? Also die müsste eigentlich hier sein. Habe ich die auch schon eingesammelt, oder wie? Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Da vorne ist irgendwas. Hä? Habe ich die auch schon? Nee. Ich habe jetzt 25. Aber dann muss ich die ja schon haben. Hä? Und was ist denn das da hinten? Was da so komisch ist? Ach so, das ist ein Ding. Da muss ich die auch schon irgendwie eingesammelt haben und es gar nicht gemerkt haben, weil die müsste... Ja doch, die ist da oben gewesen. Dann habe ich das gar nicht mitbekommen. Ja gut, wir haben 25 und das ist Feder Nummer 25, also muss ich die tatsächlich schon mal mitgenommen haben. Nun gut, dann gehen wir zu Feder Nummer 26. Die soll hier sein. Wenn das so ist, dann ist es halt so. Habe ich das verpennt. Wie gut, dass ich jetzt da schon angefangen habe, mal die Federn anfangen zu sammeln, weil dann passieren mir nicht so schnell Fehler. Das ist das Gute dran.
So, holen wir uns mal hier den das Schätzchen. Er ist flink wie der Wind. Und hier müsste ja auch noch irgendwo einer sein. Er ist ein böser Mann, der auf das Blut unschuldiger aus ist. Ja, so genau das bin ich. Ja gut, ich habe schon ein paar Unschuldige getötet, aber es war alles nicht mit Absicht. Oh ja, 479 Florin, sehr schön. So, und die Feder müsste hier irgendwo sein. Muss schneller sein. Zurück, du Hund. Da ist sie ja. So. Oh, Hallöchen. Wo willst du denn hin? Zu Hilfe! Weg am Schaum! 1500, wow. Okay. So, die Nummer 27, die ist hier ganz im Eck drüben. Die sehe ich nur überhaupt nicht. Aber wir holen uns mal die Codex-Seite hier, die hier noch schön zu sehen ist. Bitte. Runter! Runter da! Let's... Oh, das ist ja perfekt hier. Warten wir mal. Und zack. Ja, genau. Zack. Ich wollte ja eigentlich die treffen. Es ist echt geil, weil die müssen mich erst angreifen, damit sie das mal... Also es ist eigentlich sehr einfach. Ja, hi Simon. Hi Simon. So rum. Simon. Animali. Trotz der schönen Worte. Nicht besser als die Tiere in der Wildnis. Christo. So, ja, da brauchen wir auf jeden Fall hier den Aussichtspunkt, um weiterzukommen. Muss besser auf sich aufpassen. Morgen kannst du schon mal warten. Mundi? Nicht dahin. Falsch. Da auch. Hier. So, dann holen wir uns mal erstmal hier den Schatz. Was denn? Ich hab doch nichts gemacht. Meine Güte. So, und die... die Feder müsste hier sein. Ah ja, ich sehe sie schon. Da ist sie doch. Da müssen wir klettern. Sehe ich schon. Ja, da muss man den Wall-Jump machen, damit man da hinkommt. Oh. Und da weiß ich jetzt, muss man da auch den Wall-Jump machen. Okay. Also man muss hier hoch und dann links drücken. So, dann kommt man da hoch, dann hier wieder und hoch. Und hier muss ich es anscheinend auch tun, damit ich hier rüberkomme. Ja, tatsächlich. Interessant. Gut. Dann haben wir noch eine... Nee, das waren alle. Das waren alle. Es müssten jetzt 27 Federn gewesen sein. Ja, passt. Also, wir haben die ganzen Federn hier geschafft. Jetzt möchte ich eigentlich nur noch die Schätze
und die Aussichtspunkte hier fertig bringen, damit dann wirklich alles hier durch ist. Noch hier den Aussichtspunkt. Und zwar dann brauchen wir noch den hier. Dann haben wir alle Aussichtspunkte. Ja. Alle Aussichtspunkte. Dann holen wir uns auch die ganzen Schätze. Und dann haben wir es geschafft hier. Ja. Echter Athlet. So. Schätze und dann ist das hier gegessen. Ja. So, da holen wir uns noch die drei Schätze und dann noch die vier und dann sind wir fertig in Florenz. Da ist auch gleich eine Schmiede, das ist sehr gut. Das kommt mir gelegen. Wo ist denn der Schmied schon wieder, ey? Die verstecken sich aber auch in den hintersten Ecken. So.
welch unglaubliche Preise ich euch biete, verehrte Kollegen. Ihr werdet mich für verrückt halten. Erstmal reparieren. Und dann hast du ja noch mehr Rüstung. Die ist aber teuer. Totschläger. Streithammer. Also, die kostet 2900. Holen wir uns mal das Messer. Und hier holen wir uns mal noch den Streithammer des Söldners. So. Sehr gerne. Beehrt mich bald wieder. Muss schneller sein. Zurück, du Hund. Ich hab von dem guten Zeug getrunken. Mach zu Hilfe. Hinterkopf, Schaum. Nö. Ich bin wieder hier dieses... Ich erwisch dich noch. Muss schneller sein. Zurück, du Hund. Runter, aber schnell. Runter, aber sofort. Runter da oder stirb. Mach zu Hilfe. Hinweg, Schaum. Oh, ich hasse das, ey, wenn die hier so durch die Gegend klettern, ey. Was ihr wollt. Manchmal will ich dem schon so gern so ein Messer reinrammen, ey. Dafür, dass du mich so oft Hund genannt hast. So. Das Problem ist, dass das hat dann sofort extrem viel ja, wie man hier schon sieht. Aber wir bestechen mal hier einen. Das dürfte es uns wieder, genau, auf Null setzen. Da haben wir immer noch 1000 Florin plus gemacht. So, jetzt holen wir uns noch die vier Schätze. Und dann haben wir Florenz geschafft. Ach, wir könnten uns beim Ding noch einen mittleren Medizinbeutel schnappen. Das wäre ganz nett. So. Gönnt ich fliege eure Wunden, edler Herr. Ihr habt so recht gerichtet. Unser Herz und oft auch mehr sind. Lagt euch etwas freund. Sehr beeilt sich um. Man könnte es halt sein, Mensch. Ich wollte doch nur. Ich habe dringende Termine. Ganz woanders. Heute bin ich wahrhaft gesegnet. Mein. Verzeiht. Bitte akzeptiert meine Entschuldigung. So. Das ist schon wieder so einer, ey. Also insgesamt muss man schon mal sagen, dass man hier sehr schnell Geld verdienen kann. Allerdings ist das auch meistens dann wieder schnell weg. Wie es halt oftmals so ist. Oh. Da! Da ist niemand. Dann holen wir uns noch das Schätzchen hier. Ich glaube, das war's. Ah, nein, einer ist noch da. Das letzte Schätzchen.
paar eurer Tricks beibringen. So, jetzt aber. Jetzt sind alle Schätze gefunden hier in Florenz. Yep. Nichts mehr da. Ich gehe noch schnell zur Villa Monteriggioni. Wo ist denn hier ein Schnellreisepunkt? Hier. Bei Leonardo. Die Codex-Seiten, die gebe ich dann heute Abend, vermutlich, wenn wir dann wieder für die Story spielen, ab. Eine großzügige Belohnung winkt, der ihn oder seinen Kopf bei der Stadtwache abliefert. Ich habe mit viel Glück neue Lieferanten gefunden und gebe all meine Ersparnisse an meine Hof. Ja, bitte, ich will dahin. So. Zuerst geben wir mal die Federn ab. Hier sieht man auch jetzt die ersten Gemälde, die wir hier haben. Hier drüben auch. Das sind hier die kleinen Gemälde. Ja. So, hier geben wir die Federn ab. Gibt nämlich auch ein bisschen Wert. Keine Ahnung warum, aber ist ja schön. 27 von 100 gesammelt, sehr schön. Ja, man hat hier so mehrere Räume, wo man halt eben auch reingucken kann. Und da sind dann die Ausstellungsstücke zum Teil drin. Hier haben wir zum Beispiel noch mehr Gemäldemöglichkeiten. Hier sieht man, glaube ich, dann auch diejenigen, die wir schon getötet haben. Ne, das ist das Porträt des Musikers. Mal gucken wir mal. Irgendwo gab es hier auch mal eine Möglichkeit, noch mehr zu sehen. Aber jetzt gehen wir mal hier runter zur guten Claudia. Holen wir uns hier mal das Geld ab. 4.433 Florin haben wir hier. Könnt mir durchaus Buongiorno. Salute, Saezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? Ja, genau. Okay. Dann machen wir doch hier mal beim Arztrabatt. Und beim Schneider. Mehr Rabatt. Dann bauen wir ein Bordell. Ja, das reicht erstmal. 7250 Wert plus. Dann können wir hier, glaube ich, auch wieder mehr Codex-Seiten reinpacken. Das gibt uns auch noch mal ein bisschen Geld. 15 von 30 haben wir schon. Das geht ziemlich flott hier. So. Jetzt konnte man... Ach, hier sind quasi... Hier kann man sich die Waffen angucken, die wir schon gesammelt haben. Ist noch nicht wirklich viel. Da ist ein Schwert. Da ist ein Schwert. Man kann sich dann normalerweise hier auch Rüstungen anschauen.
Hier ist der Hammer. Das ist der Hammer hier. Ah, hier kann man sich die Rüstungen angucken. Genau, hier hat man die Lederrüstung. Das ist alles noch ein bisschen leer hier. Aber das wird noch. Das wird noch. Was ist das denn hier? Ach, Statuetten. Ja. Diese Statuetten, die kann man auch irgendwo finden. Das ist auch wieder so eine, noch so eine kleine Nebenaufgabe, die man machen kann. Diese Statuetten zu finden. Das kommt natürlich auch. Wir wollen ja wirklich hier alles schaffen. Wenn wir schon mal hier oben sind, können wir uns dann gleich mal die Truhe holen. Hui. Hui, hui. Ja, da gibt es halt rund um die Ding-Statuetten, die man sich dann irgendwo, ich weiß gar nicht, wo man die sich holen kann. Aber das werden wir auf jeden Fall auch noch herausfinden. Ja, ich würde mal sagen, damit beenden wir diesen Stream für heute. Heute Abend wird es ja höchstwahrscheinlich noch weitergehen. Dann wieder mit Story. Ach, die Kiste, die Truhe da oben nervt mich, die will ich jetzt auch noch holen. Also heute Abend dann auf jeden Fall wieder Assassin's Creed Story. Ja. Ach, war die nicht in dem Gebäude drin? Ich glaube, die ist drinnen. Ja, die ist, glaube ich, drinnen. Da muss ich reinklettern. Irgendwo. Also auf jeden Fall gibt es dann heute Abend wieder einen Story-Part. Und dann schauen wir mal, wo uns diese ganze Verschwörung um unseren Vater hinführen wird. Ich möchte jetzt aber trotzdem noch diese blöde Truhe hier finden. Da ging sie irgendwo nach oben. Ja, hier genau. Komm, dann hochklettern. Das ist Ezios persönliches Zimmer mit seinen Leuten, die er schon ums Eck gebracht hat. Wo ist denn die blöde Truhe? Hä? Ich bin gerade etwas verwirrt, wo diese blöde Truhe sein soll. Oder ist die unten? Das ist verwirrend. Hier soll die sein. Da ist doch aber nichts. Ist die unten? Aber das Büro ist doch viel zu weit weg, als dass die... Hm. Wo ist diese eine blöde Truhe? Muss ich hier gucken. Das geht ja in die andere Richtung hier. Ne, wobei. Aber da geht's nicht lang. Hm. Ach, ich glaube, ich weiß, wo die ist. Wenn man den Brunnen renoviert, ich glaube, dann kann man da rein und dann geht das, glaube ich. Egal. Lassen wir das. Also, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, heute Nachmittag wird's, heute Abend wird's dann wahrscheinlich noch einen Stream geben. Dann eben mit, wieder Geschichte. Ich danke fürs Zusehen und vielleicht bis heute Abend. Ciao.